Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Call of Duty Vanguard. Genau, Herrschaft, in und auf Berlin. Und jo, mal wieder ein bisschen Volkssturmgewehr, dachte ich. Jo, funktioniert super. Erste Runde für mich wieder seit langem tatsächlich. Momentan echt wenig Zeit zum Daddeln. Traurig aber, war. Aber das Wetter ist halt auch so geil, ne? Ist ja so ein bisschen Frühling in Deutschland. Und hier oben im Norden, saugeil. An der Küste macht das echt Bock. Oh. Ein bisschen groß die Map auch, weil wenn du nur 6 gegen 6 spielst. Was ist da denn Hintergrund? Toll, und hier ist er gestorben, ne? Ganz toll. Na gut, nehmen wir wieder Richtung A. Oh! Toll. Geht ja richtig gut los hier. Ja, man merkt, wenn man eine Weile nicht gespielt hat, ne? Da ist so ein Ego-Shooter halt auch so eine Sache. Was? Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Richtig schlechter Einstieg hier. Ah, kann ich nicht mit einnehmen. Aber den Kill können wir hier holen. Die ganze Zeit immer hinter mir hergebottet, ne? Ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Schade. Spawnen die noch bei C? Sie nehmen Baker ein. Ganz schlecht, du. Ganz schlecht. Kann ja nur besser werden, oder? Kann doch nur besser werden. Oh. Feindliche Hunde in der Zone. Das ist auch sauknapp. Ah, zum Glück gewonnen, das Duell. Warten, hier kommt doch gleich wieder einer angerannt. Gib mir Leben, gib mir Leben, gib mir Leben. Okay, das war jetzt gar nicht mal so sehr schlecht. Ah, schon vorbei. Oh. Achte Euro mal nicht auf die Punkte, ne? Toll war das aber nicht, du. Kann ja, wie gesagt, nur besser werden. Kann man jetzt nochmal? Ne, kann man nicht. Jetzt geht nochmal in die Einstellung gehen. Steht auch leider nicht dabei, was für eine Waffe das ist, ne? Okay. Trotzdem. Okay. Das verwundert mich jetzt aber wirklich. Das ist sehr merkwürdig. Nur 7 Kills. Na gut. So ist das, ne? Ja, wenn schon, denn schon. Das war ja jetzt komisch. Na gut, machen wir auf jeden Fall noch eine zweite Runde, ganz klar. Ich wollte irgendwas gucken. Hab schon wieder vergessen, was. Trotzdem bei der Waffe mal reinschauen. Achso, ich wollte nochmal in die Einstellung gehen, ne? Haben wir denn hier eine Rückstoßkontrolle? Achso, dann jetzt hier Vorgeschwindigkeit runter. Nee, das ist nicht so geil.
Ich wollte noch mal schauen. Die DLSS eingestellt ist. Okay, deswegen habe ich nicht ganz so viel. Lass uns das mal. Achso, Qualität ist ja. Ist schon richtig. War jetzt irgendwie auch nicht so geil, oder? Jetzt mal hier nochmal ein bisschen was runterschrauben. Na, die 2080 ist halt auch eine 2080, ne? Und in 4K vor allem. In einem Spiel, was vielleicht 3 Jahre nach Release der Karte rauskam. Ohne die DLSS wäre das auch überhaupt nicht machbar. Ah, da muss noch ein bisschen halten, das Ding. Ja, zum Zeitpunkt der Aufnahme Mitte März. Und jetzt eine Grafikkarte kaufen, auch wenn die Preise gerade ein bisschen am Fallen sind, macht nicht so sehr viel Sinn, meiner Meinung nach. Denn ein halbes Jahr später werden ja die neuen kommen. Und dann zum Weihnachtsgeschäft oder so. Guck mal hier lang. Da. Möchte ich mir eine neue Karte gönnen, denn? Weg, 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 weg! Woo! Führung ist unser! So, dann werden wir bestimmt gleich C verlieren, oder? Ne, da rennen doch hin doch rum. Spawn noch da hinten. Oh, da war doch ein Schatten. Da sehe ich schon wieder Sachen, die gar nicht da sind. Genau in dem Moment wollte ich nach rechts gucken. Vielleicht hat man ja noch so ein bisschen gesehen. Abel wird abgeriegelt. Könnte vielleicht nochmal von da kommen, oder? Charlie wurde überrannt. Ich war nur ein Schatten von der Möwe. Hier habe ich's heimgezahlt. Auf Distanz kann die Waffe echt Sachen machen, ne? Ging aber mega schnell. Feindliche Aufklärer in der Luft. Spione am Himmel. Ah, bin ich schnell noch runtergekommen. Wollte noch rutschen. Toll. Auch so schnell, ne? Aber war schon hinter mir. Ist der hier noch irgendwo? So was? Hä? Ja, überall Schüsse? Schönes Ding. Alliierter Abwurf. Ah ja, gut. Das war verdient verloren, das Match. Der Fight. Phoenix, auf zu wackeln. Gott, war das schlecht. Verbündete schicken einen Luftschlag. Ah, schade. Ich komme schon von der anderen Seite. Ah, FPS-technisch ist das grenzwertig, ne? Boah, geil.
Schöner Fight. Bitte? Achso. Ah, wie man dann auch immer so hässlich leuchtet, ne? Nicht cool, Digga, nicht cool. Ja, nur angehittet. Zeit für ein Comeback. Feindliche Aufklärer in der Luft. Spione am Himmel. Denn hier lang. Wow! Da hat nur einer drauf gewartet. Da wartet der nächste. Und da kommt der nächste. Pass auf, ich leuchte wieder. Ja, natürlich leuchte ich wieder. Ach, diese scheiß Perk, ey. Das ist doch echt uncool. Und ich laufe natürlich gegen die Wand. Geil. Nur eine Mauer. Was? Oh ne! Auch wieder mitspielen. Okay, danke. Scheiße. Ah, schade. Boah. Hat er mir einen Headshot verpasst, ne? Wo war er da? Ich hab den nicht gesehen, ne? Ja, natürlich, ich leuchte wieder, ne? Ah, das scheiß Ding, ey. Geil. Wir nehmen Charlie ein. Die Klinik sind tot. Charlie abgeriegelt. Baker wird abgeriegelt. Ah, das ist halt nicht so sehr geil auf Distanz mit Kim und Korn, ne? Ziemlicher Blindflug alles. Aber habe ich schon so einen großen Monitor? Ist da noch? Und hab mich gleich nochmal gekillt, natürlich. Wie wir so überschnell in der SCG. Ah, die ist ja auch eine sehr geile Waffe. Ich renne da auch wieder rein, ne? Schon wieder von ihm! Mann, ey, der ist aber auch überall, oder? Bitte? Alter! No way! Boah, mit Ach und Krach noch schnell einen Kill geholt. Aua.
Oha. Jo, ne? Und so. Ein ganz normaler Tag in Call of Duty. Genau, da wird auch erstmal der Sekt geöffnet. Rote Schachtdosen. Okay. Interessant, interessant. Aber hier kann das nicht gewesen sein. Aber zweiter Platz im Team? Hä, wie mache ich das denn immer? Vom Gefühl her immer eine schlechte Runde, dann war es gar nicht so schlecht. 16 Eliminierung. Oh, sind aber auch viele abgehauen dann zum Schluss, oder? Eine extrem in der Unterzahl. Ja, mal schauen. War das positiv? Nicht mal im Ansatz. Und damit Platz 2 im Team? Wow. Das war gar nicht gut. Aber das ist Call of Duty. Manchmal ist man der Baum und manchmal der Hund. Und mit den Worten, wa? Vielen Dank fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.